Moin, moin. Mein Aktiensparplan-Depot befindet sich derzeit etwa bei minus 5% bezogen auf den letzten Stand. Und das war im letzten Monat etwa bei 19%. Jetzt liegt mein Depot, also mein Aktiensparplan-Depot, bei etwa 14%, 14,5%. Also macht das jetzt innerhalb von diesem Monat, 3 Wochen, wie man genauer anschaut, ungefähr 4 bis 5% minus aus. Und ich habe ja schon mal bei Instagram angekündigt, dass ich deswegen, weil die Kurse einfach jetzt immer weiter runtergehen, am 15. August eine Sonderzahlung machen werde, also meinen Sparplan extra besparen werde, nicht regulär. Ich bespare ja meinen Sparplan regulär immer am 1. des Monats. Diesmal kommt eine Sondersparplan quasi am 15. von der ähnlichen Summe, einfach weil die Kurse etwas unten sind und ich einfach noch mal günstiger nachkaufen möchte für den Sparplan. So, und wir sehen auch hier, dass wir sind auch direkt in meinem Depot jetzt drinne und da sehen wir auch, heute sind auch wieder einige Minuswerte. Hier PepsiCo ist wieder um 0,5% gesunken oder Unilever um 0,8% und das sind halt die meisten sind halt gesunken hier. Microsoft um 0,8%. Ja, und da können wir mal einfach anschauen, wie sich das Depot entwickelt hat. Und da sehen wir dieses Jahr, da befinden wir uns nach unten. Und deswegen möchte ich einfach, ja, wenn wir uns nach unten bewegen, nochmal extra ein bisschen was reinnehmen ins Depot. Und da werde ich zu meinem Aktiensparplan gehen. Hier befinden wir uns dann in diesem Fenster, da sehen wir, dass es ja 15 Unternehmen sind, beziehungsweise 16 in diesem Fall, die ich jetzt nochmal eine Sondereinmalzahlung machen werde. Und ja, auch von, ich glaube, 25 bis 30 Euro, das muss ich mir nochmal genau überlegen, wie viel das nochmal extra bekommt. Da geht man einfach hier auf Einmalzahlung, einfach eintragen, dann da eintragen am 15. August und dann die Summe. Und dann wird er einmal ausgeführt, dieser Sparplan, für den 15. August in diesem Fall. Und dann am 1. September geht es wieder ganz normal regulär weiter. Also quasi eine Einmalzahlung, wie es auch hier auch schon bezeichnet wird. Ja, das Ganze, wie gesagt, mache ich jetzt aus dem Grund, weil die Börse nach unten geht und ich einfach diesen ja, Kursrückgang einfach mitnehmen möchte bei diesem Aktiensparplan. Und bei Consorsbank kann ich das ja am 1. und am 15. machen. Nicht dazwischen, bei der Comdirect hätte man auch am 7. und ich glaube auch am 15. auch, aber dann glaube ich auch am 22. oder 23. hätte man auch nochmal machen können. Da ich aber bei Consorsbank bin, muss ich mir jetzt entscheiden und deswegen mache ich das halt für den 15. nochmal, weil bis zum 1. September dauert das dann ja doch nochmal 2 Wochen. Bis dahin kann ich das Ganze wieder ändern oder es geht noch weiter runter und dann komme ich beim 1. September einfach ganz normal weiter im Tiefpreis wieder ein. Ja, das werde ich jetzt einfach die nächsten Wochen mal beobachten. Sollte nächsten Monat auch weiter runter gehen, das Ganze, mache ich das auch im September auch nochmal am 15. oder vielleicht erhöhe ich auch am 1. September nochmal die Tranche nochmal extra. Das muss ich mir dann überlegen. Aber wie gesagt, solange jetzt die Kurse runtergehen, werde ich Sondereinmalzahlungen tätigen für mein Aktiensparplandepot. Ja, das war's dann schon für dieses Video. Einfach mal eure Meinung in die Kommentare rein, was ihr dazu sagt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.